So wollte ich das zusammen. Jetzt kann ich ganz schnell die geschlossenen Bügel von einer Stütze bewähren. So soll's sein. Scripting und erzeugen als erstes wieder eine Box. Eine Box ist ja super für eine eckige Stütze und zusätzlich braucht man dann die Eckpunkte. Get Vertex. So, Eckpunkte. So, und damit wir wissen, welche Eckpunkte überhaupt gemeint sind, machen wir hier die 1, 2, 3 an, weil wir können nicht auswendig wissen, wo welcher Eckpunkt denn liegt von der Box. Ja, ich starte das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir hier, sehen wir schon die 0. Wir gehen aber hier lieber rein. Hier ist die 0. Wenn wir jetzt hier den Index eingeben, zum Beispiel die 1. Also er startet jetzt mit dem Index 1. Dann wissen wir, okay, hier ist die 1. 2 ist dann hier. 3 ist hier. 4 wäre hier. Okay, also wir wissen 0, 1, 2, 3, 4. Dann 5, 6, 7, 8, so ungefähr läuft das dann ab. Okay, jetzt haben wir den Vertex. Jetzt braucht man am besten als nächstes ein List Integer. Ja. List Integer Input. Und hier schreiben wir die Numbers in den Index und gehen hier. Yep. So, wir machen nochmal Play. Wie Sie sehen, haben wir Anzahl der List-Elemente 4. Jetzt haben wir 4 Punkte, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Sehen wir auch hier. Wir haben jetzt nicht nur noch einen Punkt, den wir herausnehmen, sondern wir nehmen 4 Punkte uns heraus. Warum? Wir müssen die Eckpunkte abfahren, damit wir die Betondeckung bekommen für unseren geschlossenen Bügel. Und jetzt haben wir schon mal unsere 4. Ja, dann brauchen wir unsere Form. Welche Form wollen wir denn überhaupt haben? Wir nehmen den Closed Stirrup, genau. Das ist der geschlossene Bügel. Setzen den hierher. Und von dem Vertex aus gehen wir auf die Profile Points. Das heißt, die Profilpunkte bekommen wir von dem Eckpunkt heraus. So. Dann holen wir uns Reinforcement Shape Bar. Ach ja, und an der Stelle könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Genau. So. Wir verbinden das mit dem hier. Drücken nochmal auf Play und schauen, was passiert. Wir sehen sie nichts, aber wir haben jetzt schon mal die ganzen Einstellungen wie Stabdurchmesser, Biegerolldurchmesser, ja, Betongüte brauche ich jetzt eigentlich nicht zu verlegen, aus meiner Sicht. Aber wir legen es mal ein und jetzt sehen wir schon mal hier, in der Vorschau wird schon ein Eisen eingelegt. Also zumindest die Form wird schon mal vollbracht. Wir haben hier die Betondeckung noch dazu. Coole Sache, Bügeltyp Stütze. Torsion, Diamant. Geil, oder? Also wir nehmen auf normal. Und ja, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verlegen. Jetzt brauchen wir eine Bar Placement. Und was nehmen wir denn bei Distance? Ja. Bei Distance. Bending Shape muss natürlich zum Bending Shape hierher. Jetzt starten wir mal das Ganze, was passiert. Ja, jetzt gibt es 1000 Platzierungspunkte, auf das habe ich ja überhaupt keinen Bock, dass ich jetzt da irgendwie sage, ja, das ist der Platzierungspunkt 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann schauen wir mal nochmal, was brauchen wir jetzt? Ja, wir brauchen jetzt erstmal wieder die Eckpunkte. Wir brauchen zwei Punkte.
Ein Startpunkt oder ein Endpunkt, der immer auf einem Punkt der Box ausgerichtet ist. Das heißt, wir lassen uns wieder anzeigen, wo der erste Punkt ist, führen die Box wieder in das Objekt rein. Und jetzt, wenn wir starten, Moment, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen wieder in die Animation gucken. Gucken, cool. Hier, jetzt haben wir es kurz gesehen. Warum ist die wieder weg? Jetzt sehen wir es auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt der Punkt. Ja, würde gehen. Ich würde vielleicht noch ein. Wir nehmen jetzt hier den. Wo ist der erste? Lass uns da mal nochmal anzeigen. Hä, das ist doch dasselbe jetzt. Moment. Moment, Nummer 0. Ja, der ist dahinter. Komm, ich will den vorderen. Hier. Von hier nach hier wollen wir verlegen. Das heißt, wir müssen diesen Punkt herausfinden und den. Das heißt, jetzt auch noch die Box hier verbinden mit diesem Objekt. Und jetzt schauen wir mal hier, welcher Punkt das ist. Das muss ja 1, 2, 3, mindestens 4 sein. Anzeigen lassen, bitte. Stoppen, starten. Wir sehen nichts. Get Vertex Index out of range. Warum? Der ist 4, der ist 1. Ist doch völlig okay. Nochmal. Hallo? Wir den anzeigen lassen, da haben wir die 0. Okay. Warum will er da nicht? Ach, vielleicht brauchen wir hier einen neuen Index hier unten. Vielleicht geht es dann. Distance Length. Ja, wir verbinden es jetzt mal mit dem. Also, das ist unser Startpunkt. Dann bringen wir den auch in den Startpunkt rein. Das ist auch zugleich der Referenzpunkt von unserem geschlossenen Bügel. Und der Vertex ist der Endpunkt. So, jetzt bitte. Funktioniert. Doch den richtigen Index erwischt. Ich hab's doch gewusst. 0, 1, 2, 3, 4. Super. Und jetzt verlegt er mich von diesem Punkt bis zu diesem Punkt immer das Eisen. So, wunderbar. Wollen wir die Box mit anzeigen lassen? Nein, die lösche ich dann eh raus. Also will ich nur die Reinforcement anzeigen lassen, den will ich auch sichtbar machen. Da blende ich aus. Die Punkte will ich schon sehen. So, jetzt möchte ich das Ganze noch kopieren. Und dann muss ich alles wahrscheinlich nehmen. Steuerung C, Steuerung V. Und? Oh. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Schaffst du. Ah, ich hätte auf Stopp drücken müssen. Ich hätte das Skript nicht laufen lassen sollen. Nein, bitte. Bitte. Bleib bei uns. Bleib bei uns. Altplan zurück. Schau mal, was Visual Scripting noch von mir vorher gespeichert hat. Es lädt zumindest meine Stütze YouTube. Okay, zumindest haben wir die zwei Get Vertex wieder. Das stellen wir nochmal so ein. Da haben wir die 1 benutzt und hier die 4. Da haben wir auf die Liste 2 geguckt. Also Text in Palette auf Index 2, die Box hier wieder reingejagt und hier nochmal rein und jetzt den Vertex Startpunkt und hier in den Steer-Up-Referenzpunkt. Scrollen wir ein bisschen hin, dann sehen wir, was ich genau gemacht habe. Und hier den Vertex nochmal in den Endpoint. Das Ausblenden, das Einblenden, ja, das wollen wir sehen. Jetzt starten wir nochmal. Wunderbar schaut es hier aus. Und hier gefällt mir, wir stoppen das Ganze. Und jetzt speichern wir das Ganze nochmal ab. Und jetzt kopiere ich mir das Ganze nochmal. Steuerung C. Steuerung V. Ja, hat funktioniert. Wir können das ganze Ding packen. Und setzen wir einfach mal drüber. Ich lösche hier die Box raus. Und verbinde jetzt genau das hier
Genauso mit dem oberen Zeug. Das heißt, wir holen oben den GetTheVertex-Object hier rein. Wo geht sie noch rein? In die zwei unteren. Genau. So. Hallo. Selbe Spielchen möchte ich nochmal machen. Also Steuerung V. Ha. Coole Sache. Löschen auch hier die Box raus. Die verschieben wir mal nach oben. Machen dasselbe Spielchen wieder. Die löschen wir raus. Diese Box ist jetzt für euch verantwortlich. So, jetzt speichere ich das Ganze ab. Ich hau mal ein Python-Part raus. Wir machen die Stütze YouTube. Super. Ich schließe das hier. Gehe mal in die Bibliothek. Büro. Visual Scripting. Und jetzt hole ich mir die Stütze YouTube. Jetzt bin ich echt gespannt. was haben wir denn alles? Wow. Unübersichtlich habe ich es gemacht. Also da muss ich auf jeden Fall noch aufräumen. Ganz klar. Wenn ich das jetzt schließe, was passiert? Nichts. Schade. Boah, ich hätte mir gedacht, das müsste funktionieren. Was war mein Plan? Ich möchte drei Teilbereiche haben für meine Box. Muss ich mal nochmal kurz gucken, was liegt und dann nochmal aufbauen. Bis gleich. Zurück. Natürlich war das Schmu, was ich euch erzählt habe. Als wir Rechtsklick, Verbindung löschen, Rechtsklick. Oh, das tut mir jetzt leid. Aber aus Fehlern lernt man. Am meisten lernt man aus Fehlern. Und genauso ist es beim Visual Scripting natürlich auch. Da müssen wir ein bisschen Raum probieren und rumstöbern. Aber jetzt habe ich eine coole Idee, wie wir es lösen können. Also wir brauchen schon eine Box. Setzen wir gleich nochmal ein. Entschuldigung dafür. Also machen wir nochmal drei Stück. Also dass wir insgesamt drei Stück haben. Die setze ich wieder hier hin. Und natürlich bekommt ihr alle euren Vertex ab. Haben wir es ungefähr gehabt. Dann setzen wir das da oben auch nochmal ein. Die Box hier hin. Und hier die Box. Und hier die Box. Wir brauchen eine Edge. Get Edge. Also eine Kante. Die setzen wir hier davor. Und dasselbe Spielchen machen wir hier. Die Box. Die geht in das Objekt hier rein und diese Box, ich denke mal, geht die auch. Ach nee, dann geht die Box in diese. Das heißt, wir holen uns die Endkarte, Kante, die lassen wir uns Index 7 geben wir hier ein und die Edge ist der Placement Point von hier. Was machen wir? Der Startpunkt. Das ist eigentlich der Endpunkt, ne? So, dasselbe würde ich hier behaupten, dass der Endpunkt, der Placement Point hier ist. Wir starten das Ganze mal. Ich lösche mal den noch raus. Also wir starten. Okay, also wir haben jetzt hier die Edge geholt. Ich zeige euch auch, warum ich den Index 7 gewählt habe. Ich habe das ganz einfach ausprobiert. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt wissen wir, dass die 7, also jetzt kann ich einen Unterbereich machen, einen mittleren Bereich und jetzt habe ich eine Box, jetzt habe ich drei Boxen und genau das mache ich jetzt wieder hier oben. Das heißt, also hier sind wir auch mit der Box in die Edge reingegangen und auch hier gehen wir mit der Box in die obere Edge rein. Ja. Und wenn wir jetzt
Nochmal Play drücken. Dann hoffe ich, dass sie drei Boxen übereinander haben. Der Endpunkt. Ach, hier brauchen wir noch die 7. Jetzt! Ja, cool. Ja, das glaube ich, reicht für heute erstmal. Ich speichere das ab. Wunderbar, ersetzen. Wir machen einen Python draus. Und dann zeige ich, was wir haben. Also ich habe es noch nicht aufgeräumt und wir haben natürlich noch keine stehenden Stäbe dazu. Aber, na komm. Hat doch gerade so gut funktioniert. Ich glaube, ich habe es nicht wirklich abgespeichert, oder? Nummer, lade, Python-Brat. Ja, weil das funktioniert doch. Haben wir gerade getestet, funktioniert wunderbar, genau. Warum funktioniert es hier nicht? Vielleicht einen anderen Namen wählen für den Python. YouTube 2. Schließen das ganze Bibliothek. Wundert mich jetzt gerade. Jetzt, wunderbar. Er hat es nicht überschrieben. Also, dann haben wir jetzt unsere Box in. Das können wir natürlich hier alles dann auch deaktivieren. Sollen wir vielleicht jetzt gleich mal in dem Aufwand. Achso, die. Das löschen wir jetzt. Wir gehen nochmal ins Visual Scripting rein und räumen noch ein bisschen auf. Also die stehenden Eisen, da mache ich jetzt gar nicht, weil da gibt es so viele Sonderfunktionen mit gekröpft und. Ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Tab nehmen, ändern. Ja, keine Ahnung. In, wie heißen die Dinger? Geschlossene Bügel oder Stützenbügel. Da. Wenn wir jetzt hier, dann ist das unsere erste Gruppe, die Stützenbügel. Und wir könnten eine zweite Gruppe machen, die Boxen. Die Boxen. Wieder auf Play. Wir haben nichts drin, natürlich, klar. Also wir haben hier eine neue Gruppe, okay. Die Gruppe, was wichtig ist, Anzahl der Liste 4, die bleibt. Das brauchen wir hier. Das will ich hier oben haben. Machen wir Play. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir Stützenbügel, die erste Gruppe. Wir haben die Positionsnummer 1, Betondeckung, wunderbar, Stababstand, das brauchen wir, Anpassungsregel. Brauchen wir die auch da. Kann man die einzeln entfernen? Keine Ahnung, dann lassen wir das halt dann. Dann brauchen wir das halt. Okay, neue Gruppe, die nennen wir natürlich mit Rechtsklick umbenennen. Ja. Nennt man das Eingabebewährung? Ja. Wunderbar. Betondeckung, die brauchen wir. Betondeckung haben wir hier, passt. Bügeltyp, machen wir die trotzdem noch dazu. Und das Eingabebewährung 2. Starten. So. So, zwei Betondeckung. Von unten und oben, von außen und innen. Bügeltyp, das finde ich schon cool. Hakenlänge, ja, da kommt da machen wir Typ. Bewährungstyp. Genau. Gut. Das ist ja schon mal zur Bewährung. Und jetzt haben wir noch die nicht zugewiesenen, ja klar. Aber auch die Boxen selber. Da möchte ich natürlich alle Boxen drin haben. Schauen wir mal.
Ist es dasselbe? Ja. Jetzt müssen wir halt nur noch rausfinden, welche Box welches ist. So, hier Boxen. Oh, wir brauchen mehr Gruppen. Ne, wir brauchen hier Gruppen dafür. Das heißt, die benennen wir im unterer Stützenbereich in der Hoffnung, dass es stimmt. Dann wählen wir hier umbenennen mittlerer Stützenbereich. Rechtsklick umbenennen oberer Stützenbereich. Wunderbar. Stoppen, starten. Jetzt bin ich gespannt, ob wir irgendeinen Lucky Punch Treffer haben. Lucky Punch heißt er beim Boxen. Gut, ich gebe mal den unteren Bereich ein auf. Nein, das ist der obere. Mist. Also jetzt kann ich schon mal entweder ich benenne das jetzt um. Ja, komm. Dann ist oben oben. Das ist schon mal sehr gut. Oberer Spitzenbereich. Gut. Die Höhe machen wir hier 10. Was? Das ist die Mitte. Cool. Und unten 3. Und jetzt können wir mich. Jetzt haben wir nämlich 3 Parts, wo wir Bewährung drin liegen haben. Das müssten wir natürlich jetzt noch mit den Stützenbügeln genauso machen, also 3 Bereiche, weil dann könnten wir die Abstände unten, Mitte und oben variieren. Das müssen wir doch jetzt zusammenbekommen eigentlich. Also das heißt, ich müsste eigentlich das hier löschen. Wir machen es hier rein und wir suchen Placements hier. Müssen ja auch dreimal sein. Ah, also Positionsnummer. Oberer Stützenbereich hier drunter. Play. Oh, komm. Links. Lalalala. Wir haben so den oberen Stützenbereich reingelegt, oder nicht? Ach nee, unten. Irgendwo was geändert. Machen wir hier einen Stababstand von 0,50. Aha, das ist oben. Ja, ach, wir haben den oberen Stützenbereich nach unten verschoben. Ach, wir haben den nicht umbenannt. Moment, das ist natürlich Schmu. Wir müssen natürlich den umbenennen in unterer. Sonst haben wir ja völlig versagt. Das ziehen wir hoch in den oberen Stützenbereich. Jetzt, komm, jetzt starten wir nochmal. Jetzt haben wir hier den oberen Stützenbereich und jetzt können wir oben. Machen wir 0,25 Stababstand. 0,15. Jetzt sieht man, jetzt ändert sich es hier ab. 0,20. Cool, jetzt haben wir den oberen Stützenbereich. Können wir einfach die Stababstände ändern. Das mag ich so haben. Jo, und dasselbe. Jetzt suchen wir wieder dieses Positionsnummer-Zeugs da. Das hier. Und hoffen, dass das für den mittleren Bereich ist. Wir stoppen und starten das Skript. Und jetzt machen wir den Stababstand hier 0,50. Ja, ist der mittlere. Jawohl, läuft doch. Jetzt haben wir einen Durchlauf. Durchmarsch. Und jetzt auch unten. Dann können wir nämlich jetzt hier unten den Stababstand auch mit ändern. Ja, funktioniert. Cool. Jetzt haben wir was Tolles erschaffen. Also, ich speichere das Ganze nochmal als Python-Part ab. Ja, ich nehme es als YouTube 3. Ach komm, ich lösche die anderen zwei weg. Löschen. Komm, die brauchen wir auch nicht. Stütze. So, wir speichern das Ganze als Stütze YouTube ab. Ersetzen das Ganze. Schließen hier. Speichern das ab. Gehen in unsere Bibliothek. Wir refreshen nochmal unser Visual Scripting, Stütze YouTube und schauen, was wir erzeugt haben. Das ist nicht das, was wir gespeichert haben. Moment. Das löschen wir auch nochmal raus. Hallo. Nochmal hier. Das Visual Scripting. Nochmal. Eieiei. Speichern. Gehen in die Bibliothek. Visual Scripting. Jetzt müsste sie doch funktionieren.
Das ist doch ganz anders. Wir haben das doch groß sauber geordnet. Ja, das will ich haben, dieses Ding. Ja, dann heißt es halt jetzt neues Python-Pfad. Stütze YouTube. Speichern. Bitte. Speichern, ja. Bibliothek. Also, letzter Versuch. Stütze YouTube. Ja, so will ich sagen. Geil, Omat. Ist das super. Jetzt können wir mich einfach hier die Längen der Boxen bearbeiten. Zack. Und haben unsere Stirrups, also unsere geschlossenen Bügel, und können die drei Bereiche einfach abändern. Ist das nicht genial? Jetzt machen wir das auf Draht. Oh, das finde ich cool. Komm, Drahtmodus rein. Seitenansicht. Perspektive aus. Ganzen Bildschirm darstellen. Und jetzt? Hä? Jetzt können wir einfach unsere Stütze ganz schnell bewähren, indem dass wir hier unsere Längen abändern. Und jetzt könnte man zum Beispiel, ja, theoretisch hätte man auch machen können, dass die Breite, die gesamte Boxbreite, der untere und der obere Bereich sind. So macht man es ja, also wenn die Box, sagen wir, 0,50 breit ist, ist der Bereich 0,50. Ah, oh, was ist denn jetzt passiert? Das wollte ich natürlich nicht. Auf jeden Fall, es funktioniert. Ich finde es super. Ich finde es super. So wollte ich das zusammen. Jetzt kann ich ganz schnell die geschlossenen Bügel von einer Stütze bewähren. So soll's sein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin überglücklich, dass wir das zusammenbekommen haben. Und vielleicht machen wir beim nächsten Mal die geraden Eisen rein. Und vielleicht sogar mit Kröpfung. Ja, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen, gell?